Servus, grüß euch, der Dominik von der Skischule Glungenzeist da und heute geht's die ersten Schritte zum Carving. Bevor wir damit anfangen, wie ihr alle wisst, gilt bei uns in Österreich diese Maskenpflicht, FFP2 Maskenpflicht, und es ist eigentlich das größte Übel und echt ein bisschen Pain in die Piep mit der Maske die ganze Zeit, den ganzen Tag herumzufahren. Und ein Kollege von mir aus der Schweiz hat diese Brackets entwickelt und hat mir ein paar zum Testen geschickt und sie sind eigentlich sehr, sehr gut. Das ist der Cedric Schlappbach und eigentlich kann man jetzt ohne Helm absetzen, die FFP2 Maske aufsetzen. Funktioniert einwandfrei. Könnt ihr natürlich auch bestellen über den Link in der Description. Aber jetzt geht's zum Skifahren und wir befassen uns heute mit dem Carving-Schwimmen. Wie ihr anfangen könnt, den Ski auf die Kante zu bringen. Wie ihr alle wisst, beim Carving ist es vor allem sehr, sehr wichtig, den Schwung über den großen Fußballen einzuleiten und dann auch voll durchzudrücken. Mehr Kantbewegungen als Drehbewegungen natürlich beim Carving-Schwung. Und damit ihr den Ski auf die Kante bringt, habe ich euch zwei Übungen mitgebracht, die ihr jetzt in der zweiten Weihnachtswoche, in der zweiten Weihnachtsferienwoche üben könnt. Beim Carving ist es essentiell, dass ich aus dem Sprunggelenk und aus dem Kniegelenk vor allem Kippbewegungen mache. Also sprich, das zur Kurvenmitte kippe, Sprunggelenk geht nach innen, Kniegelenk geht nach innen und diese Bewegung wird aus dem Sprunggelenk initiiert, indem ich auf den großen Fußballen, auf den großen Zeh Druck gebe. Passt ja darauf auf, dass das nicht aus der Ferse passiert oder dass es nicht zu zentral ist, weil sonst habe ich den Zug nach vorne nicht da. Und in weiterer Folge, wenn die Geschwindigkeiten höher werden, dann nehme ich natürlich auch die Hüfte mit. Bei der ersten Übung, die kennt ihr alle schon, die könnt ihr auch natürlich mit Stöcken fahren. Schaut, dass der Außenarm, die Außenhand die Hüfte weiter nach innen drückt und damit ihr auch die Knie und das Sprunggelenk nach innen kippen könnt. Angefangen von unten nach oben natürlich. Sprunggelenk zuerst, Knie kommt gleichzeitig und dann mit der Hüfte, Oberkörper gleicht aus, eh klar. Der andere Arm ist knapp nach vorne gerichtet, der Stock ist quer, quasi so halb die Schulterachse, dass wir uns da ein bisschen Stabilität verschaffen. Aber ganz, ganz wichtig ist, eben diese Stabilität über den Oberkörper zu bekommen und aus den Sprunggelenken sauber aufzukanten. Bei der zweiten Übung habe ich es vorher schon angesprochen, wichtig Sprunggelenk, Kniegelenk, Hüfte und vor allem, wenn alles von unten in die Kurvenmitte geht, bei höheren Geschwindigkeiten, dann muss der Oberkörper ausgleichen. Und das versuchen wir jetzt mit zwei Stöcken, die immer auf die Außenseite den Schnee berühren und dadurch auch die Vorwärtsbewegung im Kurvenwechsel können wir die da üben, also sprich das nach leicht nach oben vorne gehen, über die große Zehe wieder die rollende Bewegung aufzukanten über den Fußballen, dann geht automatisch das Sprunggelenk nach innen, das Kniegelenk geht nach innen und mit dem Oberkörper gleiche ich aus und der Effekt, der Ausgleich des Oberkörpers ist damit, dass auch die Hüfte nach innen geht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr carvt ganz befreit und locker ins neue Jahr. Ich wünsche euch einen guten Rutsch, wir sehen uns im neuen Jahr beim nächsten Tutorial wieder, euer Dominik von der Skischule. Und abonnieren nicht vergessen, Glocke anmachen nicht vergessen, Like da lassen und tschüss, alles Gute, wir sehen uns im neuen Jahr, guten Rutsch.